Sarahs Kollege ist einfach nicht auf dem Laufenden. Diese Art der Lizenzierung gilt schon seit Windows Server 2016 nicht mehr. Carla Clever übernimmt und ruft den Kunden über Teams zurück. Dank des Windows Business Solutions Clubs kennt sich Carla sehr gut in der Microsoft-Produkt- und Lizenzwelt aus. In dieser Folge: Carla erklärt die Lizenzierung von Windows Server. Um die Editionen Standard und Data Center ab Windows Server 2016 korrekt zu lizenzieren, schauen wir uns sowohl den physischen Server als auch die Anzahl der virtuellen Instanzen an. Beginnen wir mit dem physischen Server. Um das Blech ausreichend zu lizenzieren, multiplizieren wir die Anzahl der Prozessoren mit der Anzahl der Kerne pro Prozessor. Dabei gelten jedoch drei Regeln. Regel 1: Jeder physische Prozessor wird mit mindestens 8 Kernen gewertet. Regel 2: Jeder physische Server wird mit mindestens 16 Kernen gewertet. Regel 3: Alle physischen Kerne im Server müssen unter Berücksichtigung der Regeln 1 und 2 lizenziert werden, damit ein Standard-Server 2 und ein Data-Center-Server unlimitierte VM-Rechte besitzt. Wichtig: Es gelten nur physische Kerne. Nachdem das Blech korrekt lizenziert wurde, schauen wir uns die Virtualisierungsrechte an. Dabei ist es unwichtig, ob Hyper-V oder eine andere Virtualisierungslösung im Einsatz ist. Relevant ist nur die Anzahl der Windows-Server-Instanzen auf der Hardware. Windows-Client und Linux spielen aus der Perspektive der Windows-Server-Lizenzierung keine Rolle. Wurde die Hardware mit Data Center lizenziert, dürfen beliebig viele VMs auf diesem Server ausgeführt werden. Bei der Standard-Edition dürfen auf dem Blech je vollständiger Lizenzierung 2 VMs betrieben werden. Möchten Sie 2 weitere Windows-Server-Instanzen betreiben, müssen Sie die Hardware gemäß den Regeln 1 bis 3 erneut mit der Standard-Edition lizenzieren. Auf diese Weise können Sie 4, 6, 8 und so weiter Instanzen gleichzeitig auf dem Host betreiben, bis eine Data-Center-Lizenzierung schließlich günstiger würde. Achtung! Auf dem Host dürfen Sie keine Serverdienste ausführen, sonst verlieren Sie ein VM-Recht. Hier ein Beispiel mit Windows Server 2019 Standard Edition. Wir haben einen physischen Server mit 4 Prozessoren und jeweils 4 Kernen. Auf dieser Hardware wollen wir 6 Windows Server Instanzen betreiben. Laut Regel 1 wird jeder Prozessor mit mindestens 8 Kernen gezählt. 8 mal 4 Prozessoren macht 32 Kerne für die Hardware. Diese 32 Kerne stehen für 2 VM-Rechte. Für 64 Kerne bekommen Sie 4 VM-Rechte. Für 6 VMs müssen Sie dieser Hardware also 96 Kerne zuweisen. Sie möchten wie Carla Clever stets auf dem Laufenden bleiben, zu Lizenzierung, Lösungen für den modernen Arbeitsplatz und technischen Tipps? Dann suchen Sie auf LinkedIn nach Windows Business Solutions Club und folgen Sie uns. Nützliches On-Demand-Wissen finden Sie übrigens auch auf youtube.com/SvenLangenfeld WBSC.